Willkommen bei Obermatt Aktien investieren. Heute machen wir etwas anderes. Wir schauen auf die Aktienrenditen. Sie finden die Aktienrenditen aller Märkte auf der Obermatt Homepage. Und zwar unter Aktien. Und wenn Sie alles runtergehen, gibt es einen Punkt Renditen. Wenn Sie hier draufklicken, finden Sie die Aktienindexrenditen und die Aktienfokusmärkte-Renditen. Sie können das hier sehen, zum Beispiel für Australien ist hier aufgeführt, wie gut hat Australien gegenüber den anderen Märkten rentiert. Das war überdurchschnittlich in 2014, 59 steht für eine Rendite über dem Durchschnitt. Es war schlecht in 2015, das ist eine Rendite unter dem Durchschnitt. Man kann das sortieren, so, und jetzt sieht man alle Aktienmärkte, die schlecht waren. Also Indonesien, Türkei, Singapur, Taiwan, Hongkong, USA, sogar Dow Jones, alles schlechte Renditen. Interessant sind natürlich die guten Renditen. Ich sortiere also auf die andere Seite und ich schaue mir das mal ein bisschen genauer an. Argentinien, Dänemark, Irland, Deutschland, England, nochmals Deutschland, Italien, also Europa. Europa war wirklich gut. Und dann haben wir den gesunde Anreize, also Aktien, wo das Anreizsystem stimmt. Nochmals ein Land, nochmals gesunde Anreize, nochmal ein Land, Klimaschutzaktien, familienfreundliche Aktien, nochmals Klimaschutzaktien. Und das hat mich doch überrascht. Ich habe mich gefragt, ob die Fokusmärkte wohl besser waren als die Landesindexe, also die Indexdefinitionen, die einen ganzen Markt abdecken. Und was habe ich dabei herausgefunden für 2015? Das sehen Sie hier jetzt eingeblendet. Wir haben herausgefunden, dass die klimafreundlichen Aktien und die familienfreundlichen Aktien und auch die Aktien für gesunde Anreize wesentlich mehr Renditen erzielten als die Indexaktien, also respektive die Aktien in normalen Regionenindizes oder Länderindizes. Und das sind natürlich gute News, denn wenn Sie familienfreundlich investiert haben, dann haben Sie wesentlich mehr Rendite erzielt als in einem passiven Index. Wie ist das zu begründen? Für das geht man am besten wieder auf unsere Webseite, und zwar gibt es auf der Homepage der Punkt Klima und SRI für Socially Responsible Investing. Man kann hier draufklicken. Man hat hier unten die familienfreundlichen Aktien, die eben eine sehr gute Rendite erzielen. Und hier haben wir eine Beschreibung dieser Aktien. Catalyst.org zum Beispiel hat Research gemacht, das nachgewiesen hat, dass Firmen, die frauenfreundlich sind, besser rendieren. Auch Credit Suisse sowie die Universität Michigan und Harvard. Schauen wir mal an, was Catalyst sagt. Unter Disrupt the Default, Diversity Matters haben wir hier Informationen, dass es sich lohnt, familienfreundlich zu sein, also auch Frauen die Chancen zu geben, zu arbeiten, denn die Rendite auf dem Eigenkapital, die Marge auf dem Umsatz und die Rendite auf dem investierten Kapital sind höher. Es gibt auch einen Report, da ist das Ganze noch grafisch dargestellt. Sie sehen 53% mehr, Return on Equity, also Rendite auf dem Eigenkapital, 42% mehr Rendite Marge auf dem Umsatz, Return on Sales, und 66% sogar höhere Renditen auf dem investierten Kapital. Es sieht also so aus, familienfreundliche Aktien sind wirklich gut zum Investieren. Wir können nochmals zurückgehen und noch Credit Suisse anschauen. Schauen wir mal an, was Credit Suisse herausgefunden hat. Dort haben wir nämlich eine Aktienpreisrendite für alle Unternehmen aufgeführt von 2005 bis 2011. Und es wurde nachgewiesen, dass Unternehmen, die mehrere Frauen on board haben, also auf dem Management-Team haben, im Vorstand haben, dass die eine höhere Rendite erzielt haben als diejenigen, die keine Frauen im Board haben. Nun fragt sich, ist das logisch, ist das nachvollziehbar? Wir haben ein Backtesting gemacht über viele Märkte, also über 4 Jahre jetzt, immer verglichen, wie sieht der Fokusmarkt aus? Sie sehen das jetzt auf dieser nächsten Grafik, wie sieht der Fokusmarkt aus im Vergleich zum Aktienindex, also einem normalen Aktienindex? Und wir haben herausgefunden, dass die Renditen von Fokusmärkten und Aktienindizes sind etwa gleich. Und das würde ich auch erwarten, und zwar wegen der ganz einfachen Überlegung.
sollte es einen Grund geben, dass eine gewisse Gruppe von Aktien, zum Beispiel die frauenfreundlichen Aktien, eine höhere Rendite haben als die anderen Aktien, dann gibt es genügend Finanzexperten, die das ausnutzen, diese Aktien kaufen, dadurch werden sie teurer und die höheren Renditeerwartungen sind weg. Also sie können eigentlich nicht erwarten, dass jetzt aufgrund dieser Erkenntnis, dass frauenfreundliche Unternehmen eine bessere Rendite erzielen, auch auf den Aktienpreisen selbst eine höhere Rendite erwarten. Aber das Gute ist, Sie müssen auch keine Angst haben, dass wenn Sie frauenfreundlich oder klimafreundlich investieren, dass Sie dann eine schlechtere Rendite haben. Und das, denke ich, ist sehr, sehr gute News. Wenn Sie das wollen, ist es bei Obermatt ganz einfach. Sie gehen nämlich auf die Homepage, Sie gehen zum Top 10 Alarm, Sie abonnieren den Top 10 Alarm gratis und haben hier ganz unten die Fokusmärkte. Also Sie können familienfreundliche Aktien, gute Governance-Aktien, Klimaschutz-Aktien, gesunde Anreize-Aktien abonnieren bei uns und kriegen dann, sobald Top 10 Aktien für diese Märkte vorhanden sind, unseren E-Mail-Newsletter komplett gratis. Viel Spaß beim Investieren und Sie dürfen sich jetzt wohlfühlen, wenn Sie klimafreundlich oder frauenfreundlich anlegen, denn es wird Ihnen kaum schaden, vielleicht sogar werden Sie etwas davon profitieren. Auf Wiedersehen.